Naja, aber alle, die solche älteren 3D-Spiele kennen, bitte bestätigt mir, dass ihr auch teilweise so Probleme mit dem Schwimmen hattet, ne? Bitte, macht das. Das ist in vielen neueren Spielen extrem elegant gelöst. Oder extrem elegant auch nicht, aber besser zumindest. Bei solchen Sachen, ich meine, ja, sterbe ich wahrscheinlich auch noch. Fisch, wo bist du? Hier. Hi, die letzte Luftblase. Na, Gott sei Dank. Und wir schwimmen noch eine Runde. Wo ist der Fisch? Da ist er. Bleib stehen. Nein. Nein, Kamera, lass mich jetzt bitte nicht im Stich. Ach, Gott sei Dank. Ja, ich traue mich nur mit 3 Blasen nicht nach oben. Also mit 3 Luftdings. So, und jetzt schnell nach oben. Habe ich jetzt? Jetzt muss ich noch mal kurz gucken, ob ich eh alle habe. Ja, ich habe alle Blasen auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir nochmal kurz, ob wir alle Noten gesammelt haben hier unten, weil es so schön ist, weil es so toll ist. Hallo Fisch, ich mag dich prinzipiell auch nicht. Nein. Alter. Wie nervig. So, und jetzt schnell hoch. Hoch! Ja! Hoch! Es muss schneller gehen! Und endlich wieder angenehmere Musik hier. So, und bevor wir jetzt die restlichen Sachen einsammeln, also die restlichen Noten hier, machen wir gleich mal hier diese mutierten Krabben da hinten. Weil vielleicht passiert da ja was ganz was Tolles. Ich weiß es ja selber nicht. Tada! Aus. Ja, wir sind mutierte Krabben. Das Puzzleteil gehört uns. Nimm Kampfgemüse her. Oh. Fängt ihr schon gut an. Ihr leuchtet im Dunkeln. Ah, ihr sterbt im Dunkeln. Haha. Das ging jetzt eigentlich ganz einfach. Komm her, Krabbe, komm her. Oh. Ist auch gestorben. Arme Krabbe. Da ist noch eine, da ist noch eine. Freue ich mich noch dieses Puzzle. Da hätte ich voll wieder die Leben absahnen können. Wenn ich da vorher nicht so vergeigt hätte. Wir Krabben haben verloren. Dieses Puzzleteil ist euer Lohn. Danke. Ach, wie süß. Gut, ja, das Puzzleteil ist unser Lohn. Das ist schön. Hier haben wir auch einige Waben noch. Die lassen wir trotzdem hier bewusst mal liegen vorerst. Ach ja, so geht's. Okay. Dank, dank. Badab, badab. Snack. Gut, 4. Alter, was ist das für eine psychedelische Musik? So, die Waben lassen wir hier für eventuellen späteren Gebrauch. Und abtauchen. Ja, jetzt müssen wir hier noch die ganzen Puzzle, die ganzen Notenteile in den Tunnel da holen. Obwohl die goldenen Federn sind sicher auch interessant. Obwohl, da habe ich wahrscheinlich eh schon. Ja, kann ich eh nicht mehr als 10 haben. Schnell wieder hoch, sonst passiert noch was. Okay. Abtauchen. Da hinten in dem Tunnel sind einige Noten. Die holen wir uns auch schnell. Du, 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 du. Bada, bada. Ja, machen wir Banjo kurz. Kurz Schwimmdingens. Ja, Banjo Rausch Schwimmunterricht quasi. Ey. Boah, ich bin begeistert, auf Anhieb alle erwischt. So, da müssen wir hoch auf den Fisch. Weil ich will ja, auch wenn ich es nicht, ich meine, nee, doch, klar, ich muss die Noten immer wiederholen. Weil es zählt ja in meine Gesamtbestzeit quasi. Bedeutet, ich muss hier leider auch wieder darüber. Das kann ich ja mittlerweile. Ja, genau so geht es nämlich. Aha. Zack. Okay. Hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Ja, darüber. Okay. Ja, Eier sind sicher nicht schlecht. Oh. Wieso ziehen die wirklich 2 ab?
echt interessant, ne? Da wird es wirklich Zeit, dass ich jetzt die anderen Honigwabenteile hole. Damit ich hier wieder mehr Honigwaben halte. Kann ich da unten vielleicht reintauchen? Ja, es geht vielleicht, aber... Ah. Ja, hahaha. Ha, ha. Ich glaube, ich habe das zweite Honigwabenteil gefunden. Jetzt muss ich dann nur in dieses Rohr reinkommen. Das ist eher das Problem. Ja. Wunderbar. Weil die Dinger sind mit Abstand am schwierigsten versteckt. Nämlich mit Abstand, ne? Jetzt muss ich hier nochmal rauf. Komm, hoch. Danke. Zack. Das finde ich etwas blöd, dass wenn man stirbt, dass man hier die Noten nochmal holen muss und diese anderen Viecher auch nochmal holen muss. So. Das machen wir auch nochmal. Ich weiß noch nicht mehr, was da drinnen gewesen ist. Aber irgendwas Tolles wird schon... Nein! Leben. Nee, irgendwas Tolles, glaube ich, war da... Ah, da war das andere Notendingens drin. Naja, okay. Das brauchen wir nicht mehr. Gut, dann nächstes. Rauf auf das Tier. Schön, dass wir es alles immer wieder machen müssen. Es ist nur, um das Spiel etwas in die Länge zu ziehen. Das hatte man früher so gemacht mit Spielen. Ja, obwohl Banjo-Kazooie hat eh schon einen ordentlichen Umfang, muss man eigentlich sagen. Ist rein vom Umfang her nicht schlecht. La 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 la. Wow. Ja, toll. Ja, zweimal hat es auf Anhieb funktioniert und jetzt auf einmal, wo ich es eigentlich können müsste, geht's nicht mehr. Na toll. Ja, es ist auch so ein Ding, oder ich habe das eh schon ein paar Mal erwähnt, ich werde einfach von Versuch zu Versuch immer schlechter statt besser. Das ist mein Problem. Oder ich sollte vielleicht hier einfach nicht so schnell sein. Aber ich muss hier schnell sein. Oh! Ja, ging sich aus. Haha, bin ich gut. Wahnsinn, bin ich gut. Alter, bin ich gut, Alter. Dich kriegen wir auch noch. Komm her! Ja, haha. Das war's. 59, 60? Ja. Eigentlich müsste ich jetzt dann mal den Rekord. Ja. Gut. Ja, so viele Noten fehlen mir eh nicht mehr. Da ist noch ein Honigwarmhäuschen. Das sollten wir uns eigentlich aufsparen. Ich befürchte. Wieso kommt der nicht raus? Genau. Ich habe fast keine Eier mehr. Muss ich in irgendeine Welt gehen, wo ich super Eier sammeln kann. Und irgendwo war da noch einer drin. Das war, glaube ich, eh gleich in diesem grünen Tunnel hier. Da war so ein Küken drin. So ein süßes. Na komm. Ja, genau dich meine ich. Da fehlt uns auch nur noch einer. Dann haben wir dieses Level eigentlich eher schon wieder fast komplett. Ne? Kann das sein? Ich meine, hier haben wir... Warte mal. Statistik. Ja, wir haben erst 4 Puzzleteile. Das ist das Interessante. Aber eigentlich die anderen Items schon fast alle komplett. Das ist interessant. Machst du bitte das, was ich will? Lauf, Vogel, lauf. So. Siehst du, wenn ich da wieder mal schnell die Runde fliegen... Weil da sind ja auch ein paar Notenteile versteckt, wie man sieht. Also, 2. Und ein extra Leben. Und da gehen wir jetzt runter. Ja, lass uns töten davon. Na super. Hallo? Banjo, nicht hier in der Mauer stecken bleiben. Wie viel haben wir jetzt noch? Ja, gut, das geht sich aus. So. Okay, dann machen wir jetzt 2 Sachen. Sind das Kiemen? Ja, das scheinen wirklich Kiemen zu sein. Okay. So, wir lassen uns einmal mit diesen Schrauben hochschießen.
Hui! Ach hey, ach hey. Ich liebe solche Sachen. Nicht. Naja, gut. Ein paar Noten sind auch hier. Uah. Uah. Hei, hei, hei. Spannend, spannend. Nicht spannend. Eigentlich ganz normal. Und ein Puzzleteil. Yays. Juhu. So. Und Nummer 2 ist dann, wir warten, bis der Schrauben weg ist. Schieß ihn raus. Schieß ihn raus, Fisch. Genau, und spring dann da rein. Hups. Ach, hey. Genau. Da geht's, glaube ich, wieder raus. Das wollen wir nicht. Wir wollen hier rein. Okay, das Zeug tut, glaube ich, weh. Ah, das ist jetzt die Müllzerkleinerungseinrichtung. Verstehe. Autsch, danke. Oh mein Gott. Puzzleteil! Yay, yay! Banjo! Nomps! Und raus. Nee. Ist aber jetzt nicht dein Ernst. Das Ding ist... Oh mein Gott! Hä? Ach so. Ah, ich sollte durch das Grüne durchfliegen, oder wie? Ach, nee. Ach, nee. Mit Zeit auch noch. Ach, nee. Ach, nee, nicht mit Tauchen auch noch. Okay. Das schaffe ich niemals. Leute, wir müssen das Let's Play abbrechen. Nee, jetzt ohne Scheiß. Nicht die Mama. Ja, ich sterbe hier schon wieder. Nee, Leute, also das wird wahrscheinlich echt nichts werden so. Das sehe ich schon kommen, es tut mir furchtbar leid. Was kann ich jetzt hier machen? Ah, ich sollte vielleicht nicht fliegen, ich sollte das vielleicht anders machen. Verstehe. Tauchen. Ja, wenn man es richtig macht, dann wird es vielleicht richtig, ne? Hui. Entfernt halten von den Tentakeln. So, wo sind die nächsten? Ah ja. 10, 9, 8. Jetzt geht es nur darum, dass ich hier richtig durchschwimme. Yes! Ah, Gott sei Dank. Irgendwas passiert. Oh, das Wasser steigt. Vielleicht, dass das Wasser sinkt, aber naja, das Wasser steigt. Okay. Habe ich jetzt irgendwo so einen Knoten gesehen? Nee, das war eine Feder. Okay. Welcher fehlt mir eigentlich noch? Der violette. Okay. Ein Puzzleteil mehr. Wunderbar. Nein. Nein, ich komm. Einfach. Ich dachte mir schon. So. Was gibt's hier noch Schönes? Eine goldene Feder. Ich meine, es gibt einige Stellen, wo ich hier herumtauchen kann. Aber viel wichtiger wäre eigentlich... Genau.
Das da. Ach, Gott sei Dank. Das Spiel. Wow. Das Spiel weiß, was ich will. Na, zum Glück. Das war jetzt echt das. Wow. Ja, da bin ich so motiviert, dass ich gleich wieder gegen das Mikrofon knalle. Das war jetzt echt wichtig.